Der Ton läuft. Ach, lassen Sie doch bitte den Ton laufen. Das Knie stimmt nicht. So, ja. Die Griechen haben ihre Skulpturen in der Glyptothek alle um ein Drittel kleiner dargestellt. Und das hat eine wunderbare Wirkung. Ich werde sie wahrscheinlich etwas größer darstellen. So, nee, das ist jetzt scheiße. So, das geht so. Aha. Ja. Das Ganze in Bronze, wie die alten Meister, mein lieber Junge. Also mich interessiert die Gotik eigentlich nur, es ist so mit Witterung, genau dasselbe. Mich interessieren eigentlich nicht die ausgesprochenen Zeiten. Ich bin ja im Herbst geboren. Und das heißt nichts anderes, als ich ein Übergang ist, ein angeschliffener Typ bin. Ach, lassen Sie mich das doch bitte mal so formulieren. Also es ist so, dass die Gotik als Gotik zunächst mal von mir, bei mir der Wunsch besteht, diese Gotik zu entgotisieren. Ganz schön wackelig, das Ding. Ja. Wenn ich einen Gegenstand teile, kann ich ihn auch wieder, das ist die Hoffnung, zusammenfügen. Goethe hat die Gotik nicht geliebt. Es war ihm zu viel Kitsch, dem Goethe. Ach, es ist so schön, die Kräftemesserei ist ja so schön. Ja. Der Kölner Dom hat etwas, was ja jede Kirche hat, auch die kleinste Dorfkirche, hat eine Hauptfunktion. Sie ist Hinweisschild und Zeichen, Wegweiser. Und mich reizt natürlich das Kolossale, ne? Wie das die Durchschneiden des Erdballs, ne? Das Verschieben einer der größten Kirche der Welt, glaube ich. Der Kölner Dom ist die größte Kathedrale, die die Welt überhaupt besitzt, mein Guter. Die muss verschoben werden, um 1,50 Meter. Das, nicht? Ich habe verschiedene Karrieren hinter mich gebracht. Jedes Mal, wenn eine wirksam war, dann hat man darüber auch gesprochen. Also ich bin von Hause aus Bildhauer. Meine Vorfahren waren alle Bildhauer. Bin dann aber nach einem Studium der Architektur als Architekt tätig gewesen und habe dann aber in den 50er Jahren diese Sache eigentlich abgebrochen und mich mehr auf eine freie künstlerische Tätigkeit konzentriert. Eine künstlerische Sicht ist in allen Gebieten da. Und wer mich kennt, sieht in einer Seidenbluse, in einem Gebrauchsstuhl, einer Skulptur, in einem Aquarell, in einer Bleistiftskizze oder in einer Siedlungsplanung immer wieder meine Handschrift, aber nie vordergründig. Ich bin gewohnt, das kommt aus der Architektur, dass ich eigentlich einen Serviceberuf ausübe. Ich bin weder ein Fashion-Designer, noch bin ich ein Möbel- oder Industrial-Designer, noch bin ich ein Architekt, der bestimmten Moden nachrennt, sondern bei mir war es immer so, dass ich eigentlich blitzschnell arbeite, aber unheimlich langsam entwickle und langsam realisiere. Ich habe nicht sehr viel dafür übrig, einen schnellen Einfall auch noch schnell zu realisieren. Ich mache heute noch Dinge, die ich vor 30, 40 Jahren angefangen habe. Oft sehr naiv, aber schon mit einem gewissen Schlagbolzen. Es gab in der Zeit vor und während der 20er Jahre in Stuttgart einen Herr Fischer, der dieses Gebäude gebaut hat, das Kunstgebäude am Großen Schlossplatz. Und ich werde dieses Kunstgebäude ein bisschen korrigieren,
weil nämlich diese Herren sehr reaktionäre, fast Vorläufer der faschistischen Architektur waren. Das waren sozusagen damals die postmodernen Jungs. Das muss man hier mal feststellen. Und das Gebäude ist im Detail wirklich museal in der Auffassung. Es hat verwendet historische Renaissance-Elemente, die damals schon gar nicht üblich waren. Es war also schon wirklich eine Wiederauflage traditioneller Architekturvorstellungen und eigentlich stark dekorativ und damit entleert. Ich habe eine sehr abstrakte Vorstellung von einem System. Das ist die Oberfläche, die Erdoberfläche. Und ich habe zum Beispiel einen fiktiven Punkt und beziehe darauf zum Beispiel diese ganzen Säulen hier, sodass also so etwas entstehen würde, immer bezogen auf diesen Punkt. Und dadurch hängt das Ganze wie an einer Wäscheklammer oder an einem Wandhaken da oben dran und kriegt so ein geometrisch bestimmtes, völlig anderes Gesicht. Aber immer noch ist die eigentliche alte Architektur, die man hier kennt, die man auf dem Foto sieht, immer noch da. So als ob man die Augen zukneift oder mit einem Vergrößerungsglas auf große Entfernung guckt, dann verzerrt sich eben alles. Aber mir liegt nicht so sehr an dem Vorgang des Verzerrens, sondern mir liegt daran, dass ich Spannung in einen Gegenstand bringe, ihn dadurch entgegenständliche und in eine neue Stufe erhebe, nämlich in die der Kunst. Wenn ich an irgendeinem Tisch sitze und möchte ein Problem klären und die Sache klappt nicht, und das habe ich schon sehr, sehr früh gemacht, da war ich noch ein kleiner Junge, da bin ich einfach in den Zug gestiegen, bin abgefahren, ohne Fahrkarte. Süß. Mit 12 Jahren. Wo ist er denn jetzt? Aber es ist eigentlich nicht ausweichen, was man jetzt vielleicht so verstehen würde, sondern es ist eigentlich darauf hin, ich will im Grunde ein Problem lösen und benutze rücksichtslos alle Mittel, die mir zur Verfügung stehen. Weil die Richtung ist eine bestimmte Nebelidee, die ich so im Kopf habe, die nicht klar ist. Und die wird irgendwie wahrscheinlich angeschliffen, angeschärft durch diese Bewegung. Deswegen bin ich ein Bundesbahn-Fan. Ach, liebe deutsche Bundesbahn, ich bin ein Fan. Das Trennen verlangt ein neues Zusammenfügen. Ein Stuhl durchschneiden, die Sitzfläche quer durchschneiden, finde ich intellektuell eine sehr riskante, sehr waghalsige Idee, so wie meine ganze Existenz ja eigentlich immer auf Rasierklingen wandern bedeutet. Nicht? Da ich gut fliegen kann, ist das nie schiefgegangen. Also das Zerstören ist überhaupt nicht meine Sache, nicht wahr? Ich muss Gedankenschrott wie unter einem Seifenbad auflösen, unter einem ätzenden Bad auflösen, muss zu einer eigenen, unabhängigen Kontur wiederkommen. Also 61 habe ich Sachen zertrennt, durchschnitten, an die Wand gestellt, als hätte man einen Stuhl aus Versehen eingemauert. Paris, Dezember 1962. Leider wird es ein Projekt bleiben, Doppelpunkt. Die Erdkugel halbieren, Komma, beide Hälften gegeneinander verdrehen und wieder zusammenkleben, Punkt. Accra würde dann ein Vorort von London sein und der Niger würde in die Nordsee münden und in London würde es verdammt heiß werden oder umgekehrt. Kalt in Accra, es ist schwierig, das Richtige vorauszusehen. Und überhaupt würde es sich alles schlagartig verändern. Gesichtslos sein, diese Sennerinnen. Die Sennerinnen stürzen und fallen. Jawohl, so. So hoch, ja. Sehr gut, ja. Richtung Säule. Das Landwirtschaftsministerium, entstanden in der Hitler-Ära, hat zwei große Nischen. Da war mal ein Reichsadler dran, irgend sowas. Man sieht noch die Schatten heute. Und irgendein bayerischer Politiker muss gedacht haben, das ist ja faschistische Sache, das müssen wir schon entfernt tun, bitte.
Da muss ja ein neuzeitliches muss hinein. So. Da habe ich das gemacht. Und zwar in der Landwirtschaft gab es immer Sennerinnen. Und eine Sennerin stürzt aus Versehen aus dieser Nische. Und eine Sennerin in Eile springt in diese Nische und verschwindet halb in ihr. Das ist die ganze Idee. Gib mir nicht um, mein Kind. Das heißt, ich würde auf ein filigranes, durchlöchertes Gebäude mit Masse reagieren. Hier, ich mit Spinnenartchen, dünnen Bewegung. Darf ich das so sagen? Auch bitte, lass mich das mal immer so ausdrücken hier. Es gab in diesem Jahrtausend eine Reihe von fantastischen Künstlern, sogar ganze Schwadronen von tollen Künstlern. Aber wirkliche Maßstabsetzer waren die Griechen mit diesen Skulpturen und war Majol. Es war kein Naturalismus, es war kein Realismus. Es ist exakt der gekrümmte Fuß und trotzdem ist es das überhaupt gar nicht. Sie haben Und jetzt komme ich zu meinen Möbeln zurück. Sie haben die Vorstellung, die Erinnerung Fuß derartig unter- oder übertrieben oder überhöht, dass es plötzlich ein anderes Gerät wird, ein kulturelles anderes Gerät wird. Ästhetische Qualität setzt sich facettenartig aus sehr vielen Momenten zusammen. Und wenn Ästhetik keine Physis hat, kein Blut hat, keine Seele hat, wenn Ästhetik nicht Widerstände in sich hat, wenn Ästhetik nicht Rasierklingenschärfe, Vernichtungsgedanken in sich hatte. Das ist keine ästhetische Qualität. Ein folgerichtiger Aufbau setzt erstmal die Vernichtung des vorher Gedachten voraus. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir null. Ich kläre wirklich Probleme in der Bewegung. Das ist meine Zugvogelnatur eben auch. Insofern benutze ich dieses Fluchtmoment Zug, um mich nicht mehr örtlich festlegen zu lassen. Ich durchfahre viele Orte schnell, bin überall gleichzeitig und die Richtung spielt eigentlich gar keine Rolle. Nicht? Und dann ist das spielerischer. Dann fliegen Bilder vorbei und ich habe Eindrücke und keine Eindrücke. Und ich sehe alles, was ich sehe und trotzdem sehe ich es nicht. Ich meißle im Grunde an